Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur Pressekonferenz des DEL2-Meisterschaftsspiels zwischen dem TSV Kaufbeuern und dem EC Bad Nauheim. Vor 1383 Zuschauern haben wir einen Endstand von 3:2. Ich darf die beiden Trainer recht herzlich begrüßen, zu meiner linken Gästecoach Petri Kujala und zu meiner rechten unseren ESVK-Coach Andi Brockmann. Herr Kujala, Ihre Meinung zum Spiel zuerst. Guten Abend, ja, es war meiner Meinung nach genauso das Spiel, was wir hatten, ein paar Wochen vorher. Wir finden immer gut zum Spiel eigentlich, haben unsere Chancen in den richtigen Momenten gehen in Führung und könnten den 2-0, vielleicht sogar ein bisschen gut 3-0 schießen vor der Gegner, der erst ersten Tor schießt, aber dann natürlich die Gegentore, was wir kassieren, zwei Männer direkt vom Wechselbank, schaffen es irgendwie allein kann, für den Gegner hinzubekommen, richtet da Überzahl, Scheibe springt in die Ecke und von jemandem vom Kopf in unsere Lehre, da hatten wir schon mal gegen Kassel. Also, es ist, wenn es scheiße läuft, läuft es richtig scheiße. Aber so wie meine Mannschaft arbeitet, wir haben eigentlich gute Auswärtsspiel gemacht, wir stecken nicht zurück und ich danke jetzt weiter. Gratuliere trotzdem Kaufbeuern mit 4 Verteidigern, sehr gut geackert und diszipliniert gespielt. Am Ende insbesondere haben wir nicht mehr viele Chancen zurück ins Spiel zu kommen. Vielen Dank, Herr Kujala. Andi, Glückwunsch zum Sieg und deine Meinung bitte. Ja, guten Abend. Ja, heute haben wir gesehen, dass die letzten Spiele sehr viel Kraft gekostet haben, gerade mit 4 Verteidigern. Weil wir können nur mit 4 Verteidigern spielen, wenn die Stürmer auch sehr, sehr hart arbeiten und sehr hart zurückarbeiten. Wir sind heute ein bisschen schwer ins Spiel gekommen im ersten Drittel, aber auch gegen einen sehr, sehr guten Gegner, der sehr organisiert war und wenig zulassen hat. Sehr clever gespielt hat und ich glaube, das 1-0 war ganz in Ordnung eigentlich. Aber ich glaube, im zweiten Drittel dann sind wir besser rausgekommen, haben ein bisschen bessere Beine gefunden, beim Vorcheck auch mehr Druck gemacht, unser Spiel eigentlich wieder ein bisschen mehr gefunden und ja, so ist es halt eben. Wir haben Selbstvertrauen, wir gehen immer mit 4 Sturm rein, wir haben eine Energie über 60 Minuten und das zahlt sich halt dann auch immer wieder aus. Und wir haben die Geduld gehabt und ich glaube, im letzten Drittel dann beim Stand von 2-1, okay, das Powerplay-Tor, das wird einmal ein Schuss abfest, aber wir haben auch nicht mehr viel zulassen. Und ich muss ja sagen, mein war ein sehr enges Spiel heute mit 2 sehr, sehr guten Tormännern. Und wir sind natürlich überglücklich für den Sieg und war ein sehr wichtiger Sieg gegen einen sehr, sehr guten Gegner. Dankeschön. Herzlichen Dank, Andi. Gibt es Fragen? Herr Bockmann, Sie haben es schon gesagt, 4 Verteidiger, es hat sehr gut funktioniert. Das heißt, die Notwendigkeit, einen Schirmer zum Verteidiger auch zu funktionieren, sehen Sie gerade nicht. Es ist wahrscheinlich auch nicht so einfach das zu machen. Also es wird so weitergehen, weil die Verletzten, glaube ich, auch noch eine Weile fehlen werden. Ja, wir denken Tag für Tag. Ich habe gestern an Max Schäffler schon Verteidiger trainieren lassen, aus Sicherheit. Aber es war dann das Problem, dass der Jeff Swiss nicht spielen können hat. Und, ich wollte eigentlich unbedingt mit 4 Sturm reingehen und die Verteidiger haben gesagt, sie fühlen sich gut. Die gewöhnen sich noch langsam dran, mit 4 Verteidigern zu spielen. Und nein, ich habe gesagt, unser Weg ist der, mit 4 Sturm reinzugehen. Und deswegen sind wir, ich hoffe natürlich, dass am Freitag vielleicht der ein oder andere zurückkommt. Jeff Swiss wird auch noch fehlen, wahrscheinlich länger. Oder wie sieht es da aus? Kann man irgendwas sagen? Ja, muss man schauen. Das ist jetzt nicht so etwas, wo ewig lang dauert. Gehen wir davon aus, wahrscheinlich am Freitag noch nicht, aber wie gesagt, wir denken Tag für Tag und dann schauen wir, was wir am Freitag zur Verfügung haben. Bei Potziwil ist es auch so, dass er bald wiederkommen kann, kann man irgendwas sagen? Auch, denken wir auch, Tag für Tag können wir jetzt nicht sagen, was am Freitag ist. Jetzt müssen wir erst mal schauen, wie morgen, ob er am Donnerstag vielleicht trainieren kann oder auch nicht. Wir mal schauen. Und wie gesagt, die Aufstellung entscheidet sich dann am Freitagnachmittag irgendwann einmal. Wir wissen, wer alles kann oder nicht. Wir werden kein großes Risiko eingehen mit den verletzten Spielern. Wenn sie nicht hundertprozentig fit sind, werden sie auch nicht spielen. Besten Dank. Sonst noch Fragen? Wenn es nicht der Fall ist, darf ich unseren Gästen guten und vor allem gesunden Nachhauseweg wünschen und sportlich auch noch, dass das Bestmögliche dabei rauskommt. Uns allen noch einen schönen Abend. Vielen Dank.